Grüß euch miteinander. Ihr habt es gelesen. Es gibt wieder mal ein neues Kapitel in Sachen dritter Start- und Landebahn. Das Baurecht gilt jetzt, sagt die Staatsregierung, angeblich ewig. Es kann niemals wieder verjähren. Und da stellt sich ja schon die Frage, wie kann denn sowas eigentlich sein? Eine kleine Geschichtsstunde halt. Angefangen hat es im Jahr 2005. Da haben die ersten Planungen begonnen. Und da muss man vielleicht erst einmal grundsätzlich was sagen. Viele reden ja vom Münchner Flughafen. Eigentlich liegt dieser Flughafen gar nicht in München, sondern er liegt in den Landkreisen Erding und Freising. Und dann heißt es immer, die Flughafen München GmbH, das klingt so nach Privatunternehmen, die wollen halt irgendwas machen. Ja, so ganz privat sind die gar nicht, sondern dieses Unternehmen gehört zu 100% der öffentlichen Hand, also uns quasi. Nämlich zu 51% dem Freistaat Bayern, zu 26% der Bundesrepublik Deutschland und zu 23% der Landeshauptstadt München. Und daher ist es auch von öffentlichem Interesse und vom Interesse für die Bürgerinnen und Bürger, was denn eigentlich mit diesem Flughafen da draußen passiert. 2007 ging es los mit dem sogenannten Planfeststellungsverfahren. Da wird dann geschaut, wie sind die Prognosen, braucht es dieses Projekt wirklich, wie groß sind die Eingriffe. Und da kann man alle Argumente dann entsprechend auch geltend machen. Und da hat sich dann auch sehr schnell der Widerstand gegründet. Viele, viele Bürgerinitiativen, die dagegen aufgestanden sind und die sich gemeinsam organisiert haben im Bündnis der Bürgerinitiativen bei Aufgemuckt. Ja, dieses Verfahren, das lief dann 4 Jahre insgesamt und alle möglichen Argumente wurden genannt. Und die ganzen Prognosen, die auch aufgestellt wurden, die haben sich gar nicht bewahrheitet. Das ist nämlich schon so, dass da ein Riesenbedarf geplant wurde und in Wirklichkeit ist er gar nicht so groß. Außerdem bezahlt die Flughafen München GmbH jedes Jahr noch dafür, dass Airlines von München hinfliegen und von München wegfliegen. Also das nennt sich dann wohl künstliches Wachstum schaffen, weil man offenbar zu wenig Natürliches hat. 2011 kam dann tatsächlich der Planfeststellungsbeschluss, sozusagen die Baugenehmigung. Damit bestand Baurecht. Wir haben uns aber nicht unterkriegen lassen, haben im Jahr 2012, am 17. Juni 2012, den Bürgerentscheid in München gewonnen. Die Landeshauptstadt München muss nämlich zustimmen als Gesellschafter der Flughafen München GmbH zu dieser dritten Startbahn. Und so durften die Münchner Bürgerinnen und Bürger abstimmen, was ja auch ein bisschen schräg war, weil ausgerechnet die Betroffenen in Freising und Erding durften nicht abstimmen, aber die Münchnerinnen und Münchner. Und die haben uns aber geholfen und haben an uns gedacht und haben mehrheitlich gegen die dritte Bahn gestimmt. Und deswegen kann sie bis heute nicht gebaut werden. Da haben wir gedacht, Mensch, eigentlich Demokratie ist doch super. Die dritte Bahn ist beerdigt, wir haben eine klare Entscheidung, Pustekuchen. Die Staatsregierung hat sich da nicht dran gehalten, sondern hat gesagt, wir treiben dieses Projekt trotzdem weiter voran. Daraufhin gab es nochmal richtig Protest. Im Jahr 2014 wurden Unterschriften gesammelt gegen die dritte Bahn in einer Massenpetition. Und so haben über 82.000 Leute unterschrieben gegen die dritte Start- und Landebahn. Wurde dann auch 2015 letztlich im Landtag behandelt und von der Mehrheit der CSU einfach vom Tisch gewischt. 82.000 Leute waren aus ihrer Sicht ihnen wurscht, muss man einfach so ganz klar und deutlich sagen. Seit dem Jahr 2016, genauer gesagt seit dem 4. März, besteht jetzt tatsächlich Baurecht und es ist nicht mehr anfechtbar. Okay, dann gibt es aber trotzdem noch die Verjährung, weil bis heute ist ja im Erdinger Moos keine dritte Start- und Landebahn gebaut. Ihr erinnert euch, Bürgerentscheid in München, Veto geht nicht. Deswegen verjährt eigentlich dieser Plan und beim Flughafensachen verjährt so ein Planfeststellungsbeschluss nach 10 Jahren, also nach Adam Riese 2026. Jetzt trifft sich's, dass CSU und Freie Wähler, die neue Regierung, bis 2023 ein Moratorium gemacht haben, was tatsächlich ein bisschen schade ist, weil die Freien Wähler hätten ja eigentlich die Chance gehabt, dieses Projekt jetzt endgültig zu beerdigen, aber ist ihnen nicht gelungen. Deswegen liegt es jetzt quasi auf Eis, Tiefkühlfach, bis 2023 machen wir mal nichts. Und Markus Söder ist jetzt gleich nach Corona oder mit Corona oder in Corona noch drauf eingestiegen und hat gesagt, also in meiner Amtszeit wird es nicht mehr gebaut und damit hat er gedacht, bis 2028, wenn er nicht doch vorher noch Bundeskanzler werden möchte, man weiß es ja nicht. 2026 müsste dieses Baurecht verjähren, wäre eigentlich so. Und jetzt sagt die Staatsregierung, nee, doch nicht, weil in diesem Planfeststellungsbeschluss sind schon so ein paar Straßenbauarbeiten und ein Rohbau für einen Tunnel für die Zugstrecke nach Erding angelegt. Und mit diesen Nebenbaumaßnahmen hat man schon begonnen. Die haben zwar mit der dritten Start- und Landebahn gar nichts zu tun, aber die führen jetzt dazu,
dass die Staatsregierung sagt, nee, also Baurecht haben wir jetzt für immer, weil wir haben schon angefangen. Und dann können wir 2030, 2035, 2040, vielleicht im Jahr 2050, wer weiß, vielleicht passt es dann mal in München mit den Mehrheiten, dann kann man quasi das Baurecht aus der Schublade ziehen und kann dann am besten eine Firma beauftragen, die das Erdinger Moos betoniert. So ist die Vorstellung der Staatsregierung. Wir werden Ihnen das nicht durchgehen lassen. Wir werden es zum einen nochmal juristisch überprüfen und schauen, ob wir da noch einen Hebel finden. Und zum anderen wollen wir jetzt auch nochmal richtig Druck machen. Diese dritte Start- und Landebahn ist ein Relikt aus der Vergangenheit und muss endgültig beerdigt werden. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Das ist der Stand der Dinge. Ich meine, ewiges Baurecht, das kann wohl nicht sein. Wir werden es juristisch überprüfen. Wir werden politisch nochmal richtig Druck machen. Und dann hoffe ich, dass wir am Ende gewinnen und diese dritte Start- und Landebahn endgültig beerdigen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.